Schon irgendwie ein bisschen gemein von mir, oder? Den Tingel hier bis zum heutigen Part warten zu lassen in der dunklen Kabine, aber er hat ja eh keine Angst mehr. Leute, schön, dass ihr wieder einschaltet. So, wir können auch gleich wieder rausgehen. Ich habe den ollen Saft, den ich eigentlich nur mitnehmen wollte. So, wir haben schon zwei Eichhörnchen. Nein, zwei Eichhörnchen haben wir doch. Wir haben also die zwei Kinder des Baumes. Und ich glaube, der Baum war eigentlich eine Frau. Aber okay, vielleicht, keine Ahnung, wie ich jetzt darauf komme. Ich glaube, das war aber im Endeffekt, stellt sich raus, dass der Baum eine Frau ist. Egal, so, guck mal da. Wer ist da? Ein weiteres Kind des Dekobaums. Gib's sofort her. Oh, oh. Tja, Eichhörnchen, was machst du jetzt, hm? Was machst du jetzt? Richtig Angst. Oh, die Schlange ist traurig. Sie wollte nur was snacken. Toll, ja. Und so eine komische Nüsse? Nee, die frisst sie nicht. Toll. Okay, ist doch, wie traurig sie ist. Die Schlange. Okay, gut. Kein Problem. Kein Problem. Solche. Oh, klack, klack, klack. Ich baller das erstmal ganz schnell ab, ja. Und da haben wir schon die Hälfte der Kinder gefunden. Boing. Flup, flup. So, ich darf sie mir bestimmt nehmen, oder? Die Frucht liegt am Boden rum. Aufnehmen? Klar, Mann. Na toll, die Schlange macht dir Angst, Mann. Na gut, bitte, besser geh nicht näher ran. So ja, und dafür haben wir uns noch einen zweiten Frosch geholt. Nur dafür. Ja, wir werden jetzt den Frosch dafür opfern. So, unser zweiter Frosch. Na, wo haben wir ihn denn? Na, hallo? Oh, ich habe inzwischen so viel Kram, ey, hier ist er. So, die Farbe ist anders als von dem von zuvor. Dieser wird ein, was? Die Farbe ist anders als die von dem Frosch, der ein Stern wurde. Das war so bescheuert beim letzten Mal. Egal, so. Okay, Gott sei Dank wird uns das brutale Auffressen der Natur wird uns erspart. So, alles klar, die Frucht liegt auf dem Boden, jetzt ohne Gefahr, einfach mitnehmen, yo. So, sehr geil, Hazel. Sehr gut, Tingle, alles klar. Damit haben wir die Hälfte der Kinder wieder zurückbekommen. So, dann fehlen noch drei natürlich. So, wo waren die denn? Mal kurz gucken. Habt ihr das gesehen? Moment. Da, irgendwas raschelt da im Gras. Ah, das war so ein Klassiker nochmal. Dieses komische, es kommt bestimmt eh wieder dieses komische Merkspiel. Flop! Oh nein. Oh oh, so, ich hoffe, es ist in der Mitte. Alter, konntet ihr das gerade sehen? Ich glaube, es ist in der Mitte. Mal gucken, ob ich Glück habe. Yeah! Sehr schön, Alter. Okay. So, ich hab gewonnen. Oh, voll an die smashed. Aber das war gut, denn damit haben wir... Tja, da guckst du mal. Dummes Eichhörnchen. Yeah. Wir kriegen Beach. Sehr schön, Leute, es fehlen bloß noch zwei. So, ich gehe mal kurz nochmal hier runter gucken. Zum Treffpunkt. Alter, da kaut der gerade da rum. Moment. Die Musik unterstellt, die Musik abballern, Leute. Dann haben wir gleich die vorletzte Frucht. Da ist er. Okay, gut. Das war mal ein sehr, sehr einfaches Questchen, oder? So, auch eben, klar. Wally. Okay, Wally eingesammelt, sehr schön. Eine Frucht fehlt noch, so. Wo war die denn jetzt nochmal, ne? Hat natürlich mit einem Eichhörnchen zu tun. Ja, wir gucken mal. Oh, was ist hier? Ah, geil, Cash. So. Zwei Rubine, ey. Wisst ihr, ich habe ja nur 30.000. So, ich guck mal kurz. Ich muss jetzt mal die Bäume absuchen, wo das jetzt nochmal war. Was zum... Hier ist auch ein Vogel? Ich brauche aber keinen Insekten mehr. Wer ist hier? Hallo! Es ist ein Eichhörnchen. Okay, gut. Ne, ich habe ja schon das mit der Larve, habe ich ja schon gemacht. Ne, beim letzten Mal, wo man den Vogel für braucht. Also alles gut. So, dann gehe ich mal kurz hier gucken. Hier ist auch kein Eichhörnchen mehr. Wo ist denn jetzt nochmal hier so ein Eichhörnchen mit... Ich weiß ja, wonach ich suche. Wartet mal. Ah, da ist er! Nein! Oh mein Gott. Alter, er hat die einfach gefressen. Ja, und da er jetzt gerade ein Problem hat, es irgendwie richtig runterzukriegen, müssen wir ihm helfen, indem wir ihm ein bisschen, naja,
was zum Nachtrinken reichen, nicht wahr? Hier schön der eklige, verrottete Saft. Wir wissen ja alle, was mit Tingle passiert ist, nachdem er das getrunken hat, ne? Ja, bitteschön! Na gut. Okay, ihr frisst einfach weiter. Okay, Leute, da haben wir jetzt die... Naja, wie Frucht die einmal durch das Eichhörnchen durchgegangen ist, ist kein Problem. Ja, damit, Alter, du bekommst dick. Hihihi, ekle. So, Leute, damit haben wir alle Früchte des Baumes. Sehr, sehr schön. So, ansonsten, ja, ich muss mir nichts weiter umgucken. Und da wir alle Früchte des Baumes haben, ja, ist das quasi die letzte Secret Quest, also die uns so einen Sticker bringt, in diesem ganzen Gebiet hier. Voll geil! Wir haben alle Fische gefangen, wir haben nichts mehr zu verlieren. So, der Specht ist wieder hier, brauchen wir aber nicht. Für den Fall, dass man nochmal eine Larve oder sowas holen muss. So. Na, Mann. So, du bist doch eine Frau, oder? Keine Ahnung. Hier, da ist erstmal Dieg. Bitteschön. Oh, Dieg, du bist zurückgekommen. Schnieft erstmal voll. Was? Du warst in dem Bauch von einem dicken Eichhörnchen? Oh, das ist ein richtiges Abenteuer gewesen, wa? Oh, du kannst es wirklich schaffen, grüner Mann. Los, versuch, bleib weiter am Ball, bis du den Rest auch noch hast, bitte. Ich muss jetzt echt alle Einzelne abgeben. Na ja, gut. So, hier, bitteschön. Hier hast du Wally. Oh, Wally, du bist ja in Sicherheit. Ach, schön. Oh Mann, was? Du wurdest von irgendjemandem geärgert? Von irgendeinem Arsch? Oh Mann, ey, das Leben ist ja voll von solchen Kleinigkeiten. Von sowas wie das. Okay, oh, du kannst es schaffen, grüner Mann. Ja, okay, gut, das da labert. Immer nur das Gleiche. Dim, 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 dim. Okay, von der Seite geht's leider nicht schneller zu den euren Dingern hier. Vor allem, warum sind die so komisch verteilt? Egal, hier bitte. So. Cola. Oh, Cola, wo warst du denn? Er schnieft die ganze Zeit. Was? Oh, was? Du wurdest in den Fluss, in den kleinen Tümpel wurdest du reingeschmissen? Alter. Was? Da, sowas nenne ich wohl Umweltverschmutzung oder was? Ach Mann, ey. Nee, um mit Umweltverschmutzung in Kontakt zu kommen, in solch einem jungen Alter. Mann, Mann, Mann. Du kannst es schaffen, grüner Mann. Was ist denn hier los? Die dummen Sprüche, ey. So, haben wir hier noch den hier. Wie die alle aussehen. Alle voll süß irgendwie. So, das ist Woody. Oh, Woody, wo warst du denn so lange, Mann? Ich hab dich schon vermisst hier. Hm, was? Die Glocke war ganz schön laut? Hm, ich habe es gehört. Das habe ich auch gehört. Also, ich finde den Sound romantisch. Oh, du kannst es schaffen. Ja, ich glaube, das ist eine Frau. Ich habe uns irgendwie, wisst ihr, wenn man den Dekobaum im Kopf hat, denkt man irgendwie, dass das eigentlich ein Kerl ist. Aber gut, das sind also ihre Kinder. Hier, bitteschön. Hier hast du noch Hazel. Die Haselnuss oder was? Oh, willkommen zurück, Hazel. Wie sie sich freut. Oh, ich sehe schon, du wurdest gerettet von einer Schlange. Hm. Und fast wurdest du auch gegessen von einem Eichhörnchen. Oh, Mann, das tut übel. Du kannst es echt schaffen, Mann, grüner Mann. Fehlt bloß noch ein Kind. So, wo ist denn das letzte Kind, Mann? So, bitteschön. Bitteschön. Warum behalte ich eigentlich die Flasche? Egal. Beach. Oh, Beach, willkommen zurück, Mann. Oh, Mann, ey, was? Ihr seid im Kreisen rumgelaufen im Gras? Oh, das sieht ja wirklich wie ein interessantes, hört sich nach einem interessanten Experiment an. So. Oh mein Gott, du hast sie alle gefunden. Dankeschön, grüne Person, danke. Und jetzt trage meine Früchte weit fort zu neuen Ufern, Mr. Pelikan. Mr. Wer? Jetzt bist du dran. Jetzt komische Pfiffen. Oh mein Gott, bitte tu mir den Gefallen. Mit mal Peter, bist du das? Aus Animal Crossing? So, meine Kinder. Jetzt können meine Kinder wachsen und stark werden. Oh, voll schön, oder? Na siehste, freust du dich jetzt? Boah, danke, grüne Person. Ach Mann, natürlich, jetzt heißt das wohl, ich werde ein bisschen einsam sein. Oh Mann, das kann doch nicht sein.
Oder kann es doch sein? Oh, ernsthaft? Oh, hallo. Oh, mein siebtes Kind. Ich werde es nennen Deko 7. Ja, was die Sicht von dem? Okay, du heißt, also Deku der siebte. Alles klar, schon klar. Oh, es tut mir leid, aber naja, da die anderen schon unterwegs sind, ne? Bitte pflanze mein Kind irgendwo ein. Pflanze ihn an einem dafür passenden Ort, bitte. Hm, wo fragst du? Lass mal überlegen. Cola ist da, Diek ist da drüben. Oh, ja, das Meer. Ja, ein Park, wo man wunderschön das Meer beobachten kann. Ja, das Meer, bitte tu das für mich, okay? Wir haben Deko 7 erhalten. Ja, die Quest ist noch nicht vorbei, aber die Secret Quest, die 7 Früchte. Leute, Seite 4 ist komplett. Super schön. Oh Mann, ey. Oh, oh Mann, ich würde so gerne die Gesichter meiner Enkelkinder sehen. Genau, also wenn sie quasi die Mutter ist, dann sind ihre Kinder jetzt weg. Also die Enkelkinder? Ich glaube, dafür bist du ein bisschen zu alt. Das wirst du, glaube ich, nicht mehr erleben, oder? Immerhin müssen deine ganzen 7 Kinder erstmal selber erwachsen werden. Na gut. Leute, sehr schön. Das war's hier. Ne? Wie gesagt, ich würde jetzt gerne nochmal, bevor ich ja wirklich mit dem Deku den 7. rumreise, würde ich jetzt gerne an sich wirklich ratzefatz das olle Stempelbuch beenden. Ja, lass uns das mal schnell erledigen. Da müssen wir nie wieder angeln. Dann haben wir es hinter uns. Das ist doch wichtig. Ich gehe jetzt halt nochmal zurück zu Seite 3. Weil auf Seite 3 in dem komischen Teich oder in dem komischen kleinen Bach fehlen halt noch 2 Fische. Oh, wie geil das aussieht. Hier alles voll, ey. Also alles voller Häkchen. So. Ach, wartet mal, da fällt mir ein. Ich glaube, ich kann hier sogar gleich noch das zweite Herz von Sensei, die eigentlich Florenz heißt, das kann ich, glaube ich, jetzt auch schon gleich erobern. Wartet mal. Sie ist ja eigentlich gegangen, ne? Aber sie ist tatsächlich doch mal nochmal hier. Ich weiß bloß nicht, kann ich das jetzt schon machen? Ich guck mir hier gleich mal das ganz genau an. So, also, dann mach ich gleich erstmal die roten Würmer weg. So, sorry Leute, ein bisschen Geduld. Müsst ihr auch mal mitbringen, ja. 2 Fische fehlen hier noch, dum bum. Ich hoffe, ich finde sie, dum. Eigentlich könntest du ja auch schneiden, ne? Vor allem, weil es gibt ja jetzt noch so viele andere Sachen, die wir eigentlich schon haben. Ich hoffe, ich kriege die sofort doppelt. Hallo? Was jetzt? Wieso angel ich denn nichts hier mit diesem hochwertigen Köder? Dum bam den dum den dum. Na also, jetzt geht's richtig ab. Mist, den habe ich schon. Den habe ich leider schon, den Dulet. Na, da gibt's jetzt auch wieder ein bisschen Geld. Dulet, bam. Nein, ich brauche halt noch, wie sagen wir, wie Fische heißen. Na, wir werden es auf jeden Fall sehen, sobald sie rauskommen. Dann wissen wir sowieso, welche Fische es sind. Bam, bam, dum, bidü, dum, bum. Hoffentlich nochmal wie so eine Angel oder sowas. Hä, warum dauert er mit dem Roten so lange? Ich weiß ja, dass der Rote, glaube ich, war der, wo es am schwersten ist zu fangen. Weil ich gar nicht weiß, wo da der Unterschied ist. Ich glaube, es gibt gar keinen. Oh, ein bisschen die olle Angel, ey. Eine kaputte Angel. Ja, wir müssen einfach Glück haben. Mann. Wir müssen, da finde ich vergessen, wir hatten ja wirklich, einmal hatten wir wirklich schon Glück. Und zwar am Meer. Da haben wir alle 3 Fische, die es gibt, abgesehen von dem Hai, ne? Der war ja nicht später Story relevant. Aber alle 3 Fische, die es gibt, haben wir auf Anhieb gefangen am Meer. Haben wir es aber bald geschafft. Eine der etwas, naja, ich will nicht sagen nervigeren Quests, weil eigentlich ist es ja nicht schwer. Das Angeln ist nicht wirklich schwer, man muss bloß rechtzeitig tippen, man hat, glaube ich, ein riesengroßes Zeitfenster. Das passiert alles gut. Mann, ey, komm schon, Mann. Und dann versuche ich noch mit Florenz ein zweites Mal zu umgarnen. Dafür habe ich ja gute Level 2 Gegenstände. Ich glaube, sie stand ja auf Essen. Hab gut Essensgegenstände geholt. Vielleicht schaffen wir noch. Und dann haben wir nämlich auch hier alles erledigt. Das dürfte nämlich auch einen Sticker geben. Ja, ja, ja. Fangen wir so langsam an, schon mal alles nebenbei so zu komplettieren und so. Richtig schön. Was ist denn mit dem Roten? Kann es sein, dass der zwar lange dauert, aber dafür kriegst du immer irgendwas, was du noch nicht hast. Sprich, den alten Reifen, den man hier angeln kann, habe ich ja auch schon. Wir haben alle 3 Sachen, die man hier angeln kann, die wir vorher haben,
haben wir jetzt schon im Inventar. Mal gucken, vielleicht ist jetzt deswegen so, dass ich jetzt alle anderen beiden einfach so bekomme. Aber Leute, wir müssen echt mal, also was waren denn alle für komische Sidequests da? Ja, was wäre dafür mit dem Marienkäfer, der wollte kein Bettnässer mehr sein und mit Gecko, also ich finde voll cool, dass Gecko hier ist und er wird noch nicht, das ist noch nicht das letzte Mal. Ja, wir haben ja gehört, Gecko ist in Richtung Gemüsedorf gegangen. Da werden wir ihn auf jeden Fall nochmal finden. Oh, kommt, was zum? Mann, schon wieder, so ein alter Reifen, ey. Mann, komm schon, ich will hinter mir haben. Ich will es einfach hinter mir haben. Hinter mich bringen. Bam, bam. Komm schon, Mann. Oh Gott, wieder so schnell, nicht, dass es wieder ein alter Reifen ist. So. Ah, das gibt's doch nicht. Kaputte Angel. Ich will keine kaputte Angel. Ich will die anderen Sachen haben. Oh. So, ich glaube, ich habe alle meine roten Würmer verballert. Dann kommen jetzt die blauen. Oh, sofort angebissen. Boah, was zur Hölle? Boah, was denn dit? Nochmal? Nochmal eine kaputte Angel? Du sah die nicht gerade irgendwie anders aus, oder? Sah die nicht gerade anders aus? Ich habe jetzt echt 3 Stück. Cool, ich krieg 15 Rubine für. Voll cool. Mann, ey, mit dem Angeln nervt. Ey, wenn ich alle Würmer weggeangelt habe, ne, dann. Ja, dann, also. Dann ist klar, dass ich es irgendwann mal offscreen mache. Halt vor allem nochmal die ganzen Würmer holen, wieder in Kapitel 6 hin. Alle Würmer holen. Oh. Ich dachte echt, dass das einmal Wurmfang ausreicht. Jetzt enttäuscht mich doch nicht das Spiel. Sind doch nur 2 kleine Fische. Was ist denn daran so schwer? Bam, dum, dum, dum. Vor allem noch 2 Stück. Ich nehme jetzt einfach mal einen gelben. Ich habe bloß noch 2 gelbe. Damit soll es ja am leichtesten sein zu angeln. Oh, 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 oh. Jetzt, komm on. Stup. Hä? Ich angle nichts anderes mehr. Verdammt. Oh Mann, ich bin so schlecht. So. Okay, was soll's? Ich habe euch ja gesagt, das mit der letzten Zutat zieht sich ein bisschen hin. Aber natürlich hätte ich das Angeln auch auslassen können. Aber nee, ich will das schaffen, Mann. Ja, stup. Oh, das ist wieder der gleiche Fisch, bloß in größer. Ein Dulet. Also, ich weiß doch, dass es hier noch 2 andere Fische gibt. Das darf nicht wahr sein. Na komm, 2-mal noch. Ich habe noch 2 Würmer. Und damit angle ich jetzt bestimmt die 2 verbleibenden Fische. Passt mal auf. Alter, tatsächlich. Yeah, der Dummschnapper. Oh mein Gott. So, wie guckt er denn? Leute, unser vorletzter Fisch. Es fehlt bloß noch ein einziger Fisch. Und ich habe bloß noch einen einzigen Wurm. Mal gucken, ob das Glück mir hold ist. Der hätte ich nämlich wunderschön und gleich meine ganzen Taschen aussortiert. Keine Würmer mehr drin. Nochmal. Na komm schon, Sensei, warte doch. Okay, es kommt schon und es ist es. Oh, eine Yeah! Was kann man nur für ein Glück haben? Der ungesehene Fraud. Leute, wir haben alle Fische. Ja, hat sich echt nochmal gelohnt. Ey. Vor allem unsere ganzen Taschen sind jetzt leer. Wir haben keine Würmer mehr. Sehr, sehr gut. Und ich brauche erstmal auch keine. Für die Würmer haben wir echt lange immer das Inventar zugemüllt. So, ja, ich weiß natürlich, man wollte ein bisschen länger. Ist doch okay. Guck mal, da ist sie nämlich wieder. Was macht sie denn schon wieder hier? Hallo? Bin sie schon wieder? Also uns mag sie ja inzwischen, ne? Hallo, ich bin's, Florenz. Ich habe ihre Suppe gebracht, oder? Ist schon wieder nicht da. Aber wir sind immer noch da, ne? Florenz? Warum ist die Szene nochmal genau die gleiche? Also, oh, ein Alien. Was? Alter, gar nicht ich bin's. Tingle. Oh, ach, oh, oh, wenn du, naja, zurückgekommen, wenn du mir den einfach den Rücken zukehrst, dann, ja, als du mir die Tasche vorhin damals zurückgebracht hast, meine Tasche, naja, bin ich, da ist mir der Griff abgeflogen. Es tut mir leid. Wenn ich doch jetzt darüber nachdenke, na, ich weiß nicht mal, warum ich überhaupt so reagiert habe. Na, weil ich abscheulich aussehe, gib's doch zu. So, machen wir mal den Love-Push bei ihr. Stufe 2. Ich mach's mal wieder mit Essen. Weil die ja an sich anscheinend essen mag. So, Stufe 2, Alter, Pretty und Rarity. Mal schauen, ob sie das cool findet, Mann. Boah, sie liebt es! Sehr schön.
So. Oh Mann, ey, diese Gefühle. Ach, diese Geschenke. Erzähl mir, wie ich darüber, wie du über mich denkst. Och, dankeschön. Ja, ganz genau. So, habe ich noch irgendwie was mit Essen und Pretty in Kombination? Oh, geil, sogar richtig viel. So, vielleicht magst du auch coole Sachen. Mal gucken. Oh, sie liebt auch das. Sehr schön. Oh Mann, diese Gefühle, ey, dankeschön. Ja, Leute, keine Sorge, der Part ist uns schon vorbei, aber wir überziehen mal wieder ein bisschen, weil ich das mit dem Angeln, weil es mit dem Angeln so krass war, ich weiß. So, dann kann ich das hier nochmal machen. Ist ja nur ein Doppelboost, aber egal. Boost ist Boost. So, oh, diese Gefühle. Und dieses Geschenk erzählt mir, wie du über mich denkst. Ach, dankeschön. Und laber nicht mal dasselbe. Ich soll aufhören, dasselbe zu labern. So, hoffentlich die drei Sachen, die ich noch habe, sind hoffentlich ausreichend. Ah, Gorgeous. Ob sie Gorgeous auch mag? Na, okay, ich muss probieren. Auf jeden Fall, Food und Pretty magst du ja sowieso. Oh mein Gott. Ey, scheiße, ich hätte glaube ich echt nicht mehr hin, ne? Ah, ich mag das. Du kennst mich wirklich, wie es aussieht. Schade, ich hätte echt ein bisschen mehr holen sollen. So, okay, dann nochmal das Gleiche. Nochmal genau die gleichen Werte. Was? Oh, das sieht aus wie, naja, wie, was, auf ein, achso, oh, ein anderes Level. Oh, verdammt, hups. Okay, wir haben aber nichts runtergemacht bekommen, alles klar. Kein Abzug, Leute. Oh, okay. Komm schon, ich hab jetzt zwar nicht mehr Pretty-mäßig dabei, aber komm, mit dem restlichen Essen, was ich Level 2 habe, reicht das doch bestimmt, oder? Oh, wesen geht das echt nicht wieder zurück. So, hier, guck mal, ein geiles Sandwich, Alter. Ja, guck mal, es ist Rarity, das mag sie ja auch. Das Breadwich. Brot zwischen Brot. Pures Brot. So, Quatsch. Okay. Oh, Mann, diese Gefühle, Mann. Och, Mann, ey. So cool, Mann. Ja, sehr gut, Florenz. Florenz. So, dann ist sie die erste, die wir auf Stufe 2 haben. So, Food und Gorgeous. Okay, nee, Gorgeous ist das, was sie nicht mag. Das wäre also ein... Okay, Food und Cool, das mag sie aber. Komm. Ja. Oh Mann, schon fest! Ey, fast voll, ey, so jetzt knapp davor. Ja, toll. Jetzt klappt's ganz knapp nicht, wisst ihr? So, hat hier noch was anderes hier noch? Ich hab hier noch die Dinger hier, was ist denn der Salatball? Die Cornflakes sind alle Level 1. Ich hab noch das hier. Ah, Essen und Major, ich glaube, das ist... nee, hab ich... Doch, ach Mann, das würde nichts bewirken, leider. Das würde auch nichts bewirken. Warte, hab ich noch irgendwas... Cool, ich habe halt Dekoration, ich glaube, das mag sie aber auch nicht. Habe ich da irgendwas Level 2-mäßiges? Wie der Game Girl, Hobby und Cool. Vielleicht mag sie ja Hobby. Natürlich genau neutralisiert. So ein Mist. Na, das finde ich, naja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also, ich schätze mal, das reicht schon. Mist. Okay, Hobby ist schon mal schlecht. Dekoration, Cool und Rarity, komm. Da sind zwei Sachen dabei, die sie mag. Also habe ich jetzt gewonnen. Oh, sie mag sogar Dekoration. Okay, super. Hätte ich ein paar sparen können, aber Leute, ich brauche nicht mehr sparen. Ich hab dort die ganze Kohle. Ihr habt das ganze Geld, ne? Dankeschön. So. Alter, Stufe 2. Sehr schön. Oh. Ah. Na gut. Na, ist klar. Naja, also. Was ist denn los, Sensei? Oder Florenz, keine Ahnung. Das war wirklich sehr nett von dir. Ich hab mir schon Sorgen gemacht, weißt du? Naja, wegen Peters Verletzung und so. Aber mach dir keine Sorgen. Geh zur Tanzparty, hat er immer gesagt. Oh, ich wurde ein bisschen aufgehalten, weißt du? Mein Job ist es ja, älteren Leuten zu helfen. Aber anstelle dessen fangen sie langsam an, sich um mich Sorgen zu machen, anstatt ich um sie. Naja, du bist halt einfach zu nett. Du bist einfach halt eine nette junge Dame, die sich um andere kümmert. Peter ist nicht zu Hause, oder? Nö, sieht nicht so aus. Vielleicht sollte ich ein bisschen mehr ausgehen, oder? Vielleicht sollte ich auch weggehen? Ja, geh ruhig zur Tanzparty, wenn du sowieso hin willst. Hä? Ja, aber ich schätze, ich sollte mir keine so großen Sorgen machen. Dankeschön, das hat mich ein bisschen aufgeheitert. Ich werde zur Tanzparty gehen. Ja, da geht sie hin, wie cool. Du gehst doch auch zur Tanzparty, oder? Ja. Um da hinzukommen, brauche ich ein Boot. Alles klar, dann. Wir sehen uns irgendwann. Und da geht sie davon. Ach ja. So. Oh, Alter. Angel, rest your wings. Engel, entspann deine Flügel. Leute, damit ist Seite 3 auch komplett. Sehr schön. Ach, wie sich alles zusammen puzzelt, oder? Das ist jetzt ein Zettel. Hat sie da einen Zettel? Da ist eine Notiz. Lesen. Bestimmt von ihr, wa?
Was steht da? Lieber Mr. Peter, ich folge deinen Rat und mache kurz Urlaub. Ja, ich werde so lange weg sein, wie die Tanzparty dauert. Florenz. Okay. Leute, so. Das war doch geil. Ich gehe jetzt zurück und mache das auch noch ganz schnell, natürlich. Ja, wie gesagt, ich überziehe jetzt gerade mal gerne ein bisschen wegen dem Angeln. Weil ich gebe jetzt noch schnell die Fische ab. Hab dann wieder ein Seaweed gelöst. Das wird richtig geil. Richtig geil. Und dann können wir uns beim nächsten Mal richtig darum kümmern. Ach, guck mal, die Seite ist ja auch komplett hier. Nummer 5. 3, 4 und 5 sind komplett. Ja. Dum, bum, bum. So, ich glaube, bei Seite 6 war der olle Fischtyp, glaube ich. Mal hingehen. Ich glaube, ja. Genau, da haben wir auch den Hinweis mit dem Angelhaken, mit dem Haiköder bekommen. So, ne, aber beim nächsten Part, dann kümmern wir uns um das 7. Kind des Degus. Die Welt danach. Alles klar. So, wir könnten eigentlich, wir haben ja den Hinweis mit dem Wink mit dem Zaunfall schon ein bisschen verstanden, dass Florenz ein Boot braucht, um zur Tanzparty zu kommen. Sie ist jetzt nämlich auch am Hafen. Da müssen wir auch hin. Ja, bloß wir haben noch nicht die Möglichkeit, ihr drittes Herz zu erobern, weil wir nicht Level 3 Gegenstände haben. Da müssen wir wohl noch ein bisschen auf Laufjahr warten. So, guck mal hier. Geile Fische gefangen. Der dumme Snapper. Oh, cool. So. Schöne Stempelkarte. Bald alles voll. So, habe ich noch das geile Ding hier, der richtig übel aussieht. Oh, der ungesehene Swoop. Keine Ahnung, was das heißt. Auch eingecheckt. Und dann bloß noch die letzten beiden Fische vom Sumpf. Bam, bam, bam. Der verkuppelt den alles und leer auch nochmal mein Inventar so ein bisschen. Hier, der furzende Fisch, ey. Der war der Jetfurzer. Cool. Stoop. Die kleinen Bilder. So, mein Freund, guck dir das an. Die komplette goldene Stempelkarte ist voll. Ein Nuschi, wow. Stoop. So, perfekto. Sehr, sehr schön. Oh, krass. Tja, Kumpel. Oh, gut gemacht, grüner Mann. Du hast alle Stempel. Tada, das ist dein Preis. Alter, erstmal so ein Sequel. Der Weltfishing, der Weltangel-Champ. Voll geil. So. Ach, wie cool. Silber- und Goldkarte erledigt. Und wir bekommen noch eine Game Cartridge. Sehr schön. Ja. Alles klar. Oh, unglaublich, Mann. So, dann verkaufe ich ihm alle Fische. Hm, sieht aus, als wärst du angeln gewesen. Zeig mir mal deinen Fang. So, ein dummer Snapper. So, hier bitte dein Geld. Ein Jetbass. Der Furzer hier. Alter, krasser Nuschi. Hier mal noch ein Dulet. Oh, krass, Double 30. Oh, cool. Und der Unziehen Throat. Ein alter Reifen. Drei Stück. Fast ein neues Auto. Alles klar, das war's. So. Leute, das war's auch erstmal mit dem heutigen Part. Vielen Dank fürs Zuschauen, für eure Geduld. Das Größte mit den Angeln ist jetzt endlich erledigt. Sehr, sehr schön. Beim nächsten Mal geht's weiter mit Tickles Balloon Trooper Vlav und der eigentlichen Hauptquest. Ciao!